Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Schlundgebundene Rituale anzunehmen bei Avios Wistweger in Cordia an dieser Position. Wie man am blauen Fragezeichen erkennen kann, ist das eine wiederholbare Quest. Nehmt sie gleich mal an. Nun soll man bei dieser Quest 8 Zauberfolianten der Schlundgebundenen finden. Ich werde mich jetzt ins Questgebiet begeben, mache allerdings davor eine kurze Unterbrechung, denn ich glaube, der Weg ist nicht ganz so kurz. Und sobald ich im Questgebiet bin, werde ich mich wieder bei euch melden, damit ihr seht, wo das Questgebiet ist, wie man ins Questgebiet kommt und natürlich, was man im Questgebiet machen muss. Also, nicht wegschalten, bis gleich. Gleich bin ich schon im Questgebiet. Ich bin jetzt einfach weiter auf diesen Weg gelaufen, dann hier abgebogen nach links und hier kann man durchlaufen. Und so kommt man ins Questgebiet. Nun, mal schauen, wie ich an diese Zauberfolianten komme. Ich erkenne zurzeit keine Mobs und keine Gegner. Aber, schaut mal her. Diese Mobs, die Kasten, haben anscheinend diese Zauberfolianten dabei. Die anderen, wie es aussieht, nicht. Gleich mal looten, nichts dabei. Aber wenn der nichts dabei hat, dann hat er auch ziemlich sicher dieser Mob nichts dabei. Mal schauen. Ja, auch kein Quest-Item. Kann ich davon einige zusammenpullen? Da ist auch noch einer, der was dabei haben könnte. Und der da oben, glaube ich. So, jetzt habe ich drei Mobs, die Quest-Items droppen könnten. Wow, die machen ziemlich viel Schaden. Schau an. Ja, und jetzt seht ihr noch das, aber ich loote zuerst mal die Mobs. Ui, zwei Folianten. Cool. Da unten wird einer bekämpft. Kann ich leider nicht hin, weil ich hier gebunden bin durch diese Patrouille. Ziemlich doof. Und ich halte auch ein bisschen was aus. Aber gut, weiter geht's. So. Was ist das? Ah ja. Hier sind noch einige Mobs, da unten auch. So, ich habe wieder drei. Da ist auch noch einer, aber mehr als drei mag ich nicht bullen. Denn vorhin war es ziemlich knapp. So. Eins, zwei. Wieder zwei Quest-Items. Okay. Und ich glaube, ich pull mal vier Mobs. Jetzt werde ich ein bisschen auf Adrenalin-Junkie. Cooldowns. Und der Cooldown. Und drei Quest-Items. Jetzt fehlt nur noch ein Quest-Item. Wunderbar, der Mob droppt kein Quest-Item. Ich hau mal drauf, damit ich dem Spieler helfe. Und, da ist ein Mob. Vielleicht hat der auch schon das Quest-Item dabei. Sobald ich das letzte Quest-Item gelootet habe, werde ich nochmal eine Unterbrechung machen. Werde mich dann zum Abgabe-NPC begeben. Und sobald ich in der Nähe bin, werde ich mich wieder bei euch blenden, damit ihr seht, wo und bei wem diese Quest abzugeben ist. Falls ihr schon eine Idee habt, wäre es trotzdem cool, wenn ihr das Video zu Ende laufen lasst. Das würde meinen Kanal sehr unterstützen. Ach, guckt mal, inmitten drin ist ein Mob. Jetzt kommt ein Mob mit.
Aber ich habe Schattenmimik. Das heißt, ich muss gegen den zweiten Mob gar nicht kämpfen. Normalerweise. Ach, mein Ghoul ist draußen. Und mein Ghoul mag keine Schattenmimik. Mein Ghoul will kämpfen. Um jeden Preis. Na gut. Aber ich kann mal looten. Und Quest-Item ist da. Wie gesagt, nochmal kurze Unterbrechung. Nicht wegschalten. Ich bin sofort gleich wieder da. Gleich bin ich auch schon da. Und da ist es. Quest ist abzugeben bei Avios Vistvegar. In Cordia. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich würde es voll toll finden, wenn ihr da mal vorbeischaut. Eizocke, Ende.